Wo ist denn der Ben, der Dichter? Ich suche Ben, den Dichter eigentlich. Eigentlich hat er jetzt seine Chance, sein geiles, selbstgeschraubtes Gedicht zu bringen. Da ist er schon. Viel Spaß. Danke, danke, danke. Hallo Berlin! Ja, ich bin krass aufgeregt. Vor so vielen Menschen habe ich noch nie gesprochen. Ja, okay. Hört man mich? Okay. Ja, also kurz zu mir. Ich bin Ben Fischer. Ich bin 20 Jahre jung, wahrscheinlich einer der jüngsten hier. Und ich möchte mich erstmal bedanken bei drei Leuten. Als erstes natürlich bei Lars Mehrholz und dem ganzen Team, die das hier alles organisieren, die ganze Technik und alles. Und finde ich einfach wunderbar. Als zweites natürlich ein super Redner, der hier auch schon öfter stand und den ich einfach immer wieder klasse finde und der immer wieder zum Nachdenken anregt, Heiko Schrang. Und als drittes dem Franzosen, dessen Namen ich nicht kenne, der heute hier leider nicht ist, aber der auch mal wieder über die brisantesten Themen aufklärt und die Dinge benennt. Stefan, sagst du, okay. Ja, ich stehe hier, weil ich ein Gedicht geschrieben habe, 20 Strophen, tut mir leid, dass es so lang ist, ich wollte es eigentlich kürzer machen, es hatte eigentlich mal 4 Strophen, dann wurden 8 draus, 12, 15 und jetzt 20. Ja, und ich trage das einfach mal vor. Mein Gedicht hat den Titel Dröhnendes Schweigen wird löbliches Beteiligen. Atomkraft, Krieg und Occupy, der Zorn ist nicht nur mein. Ein ausgeklügeltes Bankensystem, das will die Welt schon lange nicht mehr sehen. Verkehrte Welt wird hier mit uns gespielt. Despotie wird als Demokratie serviert. Dass das nicht auffällt, wundert mich schon. Aber das liegt an fehlender Bildung und Information. Krieg und Frieden sind Fragen wie nie. Etwa als Neurechts, wer nicht den Mainstream liebt? Was ist los beim Frieden mit Jürgen Trittin und Co.? Haben Sie keinen Bock mehr auf Demos wegen Geld und Bilderbergern und so? Krieg wird mit verschiedenen Mitteln geführt. Wir bleiben davon also auch nicht unberührt. Es muss nicht die Waffe sein oder die Knarre. Es gibt nun auch Chemtrails und Wetterkontrolle. Von Benghazi bis Homs grüßen Heckler und Koch. Von St. Louis bis Vegas grüßen Monsanto und Joch. Wir bomben die Demokratie herbei mit Drohnen, Bomben und schießender Polizei. So groß ist das Geschrei. Wie krank müssen die Machthaber eigentlich sein? Es wird geputscht und gelogen, Freiheit und Wahrheit werden verbogen. Informiert euch, dann seht ihr, was läuft, oder verkriecht euch und redet nicht mehr. Stress und Burnout sind an der Tagesordnung, für Freizeit und Hobbys hat man immer weniger Zeit. Es bereitet mir Qual und Sorgen, denn es nimmt immer mehr zu, dieses Leid. Massenmedien sind systemkonform und folgsam der NWO. Traurige Wahrheit, es ist leider so. Bill Gates sagt bei Lanz, er wolle helfen und spenden. In Wahrheit lässt er Leute impfen und damit verrecken. Wir sehen CSI, Criminal Minds und DSDS im Abendprogramm. Dazu Cola, Chips und Nachos als Nahrung in der Hand. Sowas muss man bezeichnen als Selbstmordprogramm. Hier sieht man, wir leben in einem verblödeten Land. Danke. Frau Merkel kündigt ein Weltwährungssystem an. Ganz im Sinne der NWO und perfide durchdacht. Am Ende setzt man den Leuten unter Volksflecken einen elektronischen Chip unter die Haut. Ich muss sagen, ich habe diesen oligarchisch-despotischen Plan durchschaut. Was ein Wunder mit Ausspähen und Abhören von der NSA. Sowas hätte ich ja nie gedacht. Doch hier gilt Besatzungsrecht nach Artikel 120 GG. Natürlich hat er beim Ausspähen der BND mitgemacht. Wer kritisiert, wird verlacht. Wer informiert, steht im Verdacht. Wer hinterfragt, ist ein Verschwörungstheoretiker. Wer hier nicht verzagt, ist ein Rechtsextremer. Teile und herrsche sind viel zu plump. Ich lasse mich nicht drauf ein, aus einem Grund. Man will uns verleumden und loswerden, doch ich lasse mich nicht täuschen und kleinkriegen. Das Wort Krieg wird mit Neusprech als Grundlage anders in die Massenmedien getragen. Schon an sich ist das eine krachende Täuschung und eine Blamage. Sie verschweigen Mafia- und US-Interessen und sprechen von humanitärer Intervention. Doch was am Ende bleibt, sind Bataillone, Tote, Rüstung und Munition. Es werden Bunker gebaut für verschiedene Zwecke. Besonders Getreidesaatbunker wie auf Spitzbergen. Wer hier nichts Böses vermutet wie Elitenschutz vor Atom, Chemtrails und Genfood, der hat's nicht gewusst oder es ist ihm sowas noch nicht genug. Alle Jahre wieder hören wir im Wahlkampf schlechte Plattitüden, Lug und Betrug. Es ist politische Propaganda, doch davon haben wir jetzt wirklich genug. Die Todesstrafe ist nach Grundgesetz 102 abgeschafft, doch sie wurde durch Artikel 2c der EMRK der EU wieder scharf geschaltet. Lasst uns erkennen und schnellstens erwachen. Wir müssen verändern und das Beste draus machen.
Erkennen, erwachen, verändern. Das ist der Slogan, um es zu bessern. Ob NATO, EU, Euro oder Geheimarmeen, feststeht, damit darf es nicht weitergehen. Mit Lügen und Täuschungen muss jetzt Schluss sein. Kein Betrügen, Verleumden oder Vertreiben. Macht aus euren Fernseher und werft ihn hinaus. Gedankenfreiheit und Frieden, das ist, was wir brauchen. Danke! Dankeschön!